haben zwei Probleme und die Uhr tickt. Erstens, die Treibstofftanks der Antriebe sind leer. Zweitens, die Schwerkraftzentrifuge ist offline. Was bedeutet, dass uns einige Trillionen Tonnen Gestein nach unten ziehen? Sie müssen die Zentrifuge wieder in Betrieb setzen, den Hauptantrieb mit Treibstoff versorgen und zünden, damit ich die Umlaufbahn des Schiffs stabilisieren kann. Okay, und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dead Space. Ihr habt ja gerade mitbekommen, was wir jetzt hier tun sollen. Und wie immer werden einige lustige Leute auf uns warten, uns begrüßen und uns in ihren Armen aufnehmen wollen. Ich bin gespannt. Tü, was jetzt kommt. Und natürlich werde ich hier keinen Herzinfarkt bekommen. Hatte ich nie. Ich bin hier ganz cool, wirklich lässig. Ja, Mann. Was haben wir hier? Persönliches Logbuch des stellvertretenden Chief Engineer Jacob Temple. Es ist jetzt 2 Tage her, dass sie den Planeten aufgerissen haben, seit der Captain starb. Die Panik, die Aufstände, das war nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, sie kamen alle wieder zurück. Verändert. Kamen, um uns zu töten, um uns zu holen. Heute Morgen verschwand Rucker und ich gehe davon aus, dass er tot ist. Meine Crew, alle fangen an durchzudrehen. Ich habe versucht, sie im Auge zu behalten, aber im Augenblick habe ich größere Probleme. Wir haben einen Treibstoffleck und der Primärantrieb hat schwer zu schuften. Denvers und ich werden versuchen, das Treibstoffdepot zu erreichen und das Leck zu reparieren. Temple out. Okay. Hallo? Kann ich den noch runternehmen? Ja. Ach, den Fuß lässt er doch gleich mal liegen. Na, ist auch nett von dir. So, setz dich mal hin hier, mein Freund. Oh. Setz dich mal hin, mein Freund. Ich hab dir was zu erzählen. So. Auf, dass du nie wieder aufstehen wirst. Kohle. So. Ach, ein Job haben wir hier. Hier haben wir einen Aufzug und ein bisschen Kohle. Und wir müssen da lang. Ja, ja. Da ist zu. Da ist sowieso zu. Gibt es hier trotzdem vielleicht noch? Ne, gibt es nicht. Okay, gut. Dann werden wir der Mission folgen, nachdem wir hier den Schrank ausgeräumt haben. Und, ja. Flammenwerfer. Wenn wir schon Flammenwerfer haben, dann sollten wir auch ein bisschen Zeug mitnehmen von dem. Denke ich. Und speichern. Ganz wichtig, speichern. Das haben wir gelernt. So. Und weiter geht's. Ne? Oh ne. Hallo. Hallo. Ist da jemand? Oh. Hey, überall haben sie ihre Tage hier. Der sieht mir sehr verdächtig aus. Aber erstmal nachladen. Dann zerbröseln. Das war doch so klar. Das. Oh, hallo Freunde. Hallo. Geht nichts. Gut. Können wir das noch mitnehmen? Ja. Schmeißen wir mal die Scheiße weg hier. Und, schauen wir, wo wir lang. Da müssen wir lang. Ach, gucke. Der Logbuch, Hello FAB. Keine Ahnung, was hier abgeht. Jemand sagte, das Schiff wurde angegriffen, aber wer zum Henker sollte uns hier draußen angreifen? Erst stirbt der Captain und jetzt werden wir angegriffen. Carmack meinte, jemand vom Brückenpersonal hätte ihn getötet, aber das kann ich gar nicht glauben. Jetzt tobt hier das Chaos. Man kommt nicht mal mehr zur Brücke durch. Man kommt zu niemandem mehr durch. Alle fliehen, wollen nur noch weg von hier. Sollte mich ihnen vielleicht anschließen. Aha. Ein AB. Aha.
Eine Werkbank. Wir haben ja zwei Dingensbummens. Genau, zwei Knoten. Und ich bin ja absoluter Rick-Fan. Also werde ich die hier auch investieren. Ja, sorry, Freunde, wenn ihr das echt kacke findet, aber ich bin nun mal Rick-Fan. Nix geht über dicke Panzerung. Moin, Freund. Da hinten ging es, glaube ich, noch weiter. Ich guck mal, ob es vielleicht hier irgendwo so einen Nebenraum gibt, wo ich eventuell noch was abstauben könnte. Ja, das werde ich gleich mal kontrollieren. Hier. Genau. Aha. Kohle, okay. Achso, ich dachte, es wären hier Leichen, aber es sind irgendwelche Anzüge. Hier ist auch noch ein Anzug. Ist das denn vielleicht die nächste Stufe des Anzuges? Was zum Henker ist hier los? Es ist Daniel Henderson. Er ist verrückt. Er zieht sich seine eigenen Zähne. Henderson, um Gottes Willen. Oh Gott, ist er tot? Bleib locker, er lebt ja. Aber die Tür war ziemlich hart. Mann, warum hat er das gemacht? Ich verstehe das nicht. Ja, offenbar hatten die Leute hier auch schon viel Spaß. Das ist Wash hands before returning to work. Okay. Hände waschen, das geht nicht. Jetzt haben wir ein Schema. Dieses Schema will ich natürlich auch gleich im Shop reinbringen, damit ich den Platz frei kriege für Munition oder irgendwas anderes. Brennstoff, Flammenwerfer. Kaufe ich mir gleich mal ein bisschen was von. Wir wollen ja auch hier was zeigen. Ach ja, und zwischendurch speichern. Ja, das nervt, alle 2,50 Meter hier irgendwas zu speichern, aber sicher ist sicher, Freunde. Und weiter geht's. So. Na. Ja, das Medipack hier wieder mitnehmen. Das hätte ich gerne. So, hier weiter. Muni, das Zeug, das brauchte ich jetzt nicht. Und weiter. Jetzt können wir, Leute. Ja, es sieht ja sehr verdächtig aus. Gesehen. Da lang müssen wir. Ach du Scheibenkleister. Da lang geht es. Hier aber auch. Ha, aber ich sehe mich natürlich erstmal um. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas Nützliches. Ja. Ah. So. Medipack. Haben wir voll. Okay, passt. Gut, Freunde. Erschreckt mich immer wie Sau. Wie viel haben wir denn davon jetzt? Dann nehmen wir doch lieber das. Ja. Stücken Chinesen benutzen. Ach doch hoch.
Zutritt nur für autorisiertes Personal. Kontrollstation. B-Tankung Nord. Zugang über Plattform. Okay. Hier noch irgendwer? Flammenwerfer, nehmen wir mit. Okay, Freunde. Okay. Hier geht's lang, da kann ich das aktivieren. Okay, dann guck ich mal, vielleicht kommt. Oh, oh, oh. Das ist ein Dreck. Hier geht's auch lang. Ich gehe lieber hier lang. Ich gehe, bevor ich mich hier zu sehr von der Mission entferne. Hier unten hatte ich ja Munition. Ich habe ja gerade alles weggeballert. Ich hatte hier unten Munition. Genau. Okay, dann gehen wir rüber. Dann gehen wir rüber. Wie war das? Ja, wie war das? Tanksequenz aktiviert. Ja, bitte. Aha. Okay. Dann wollen wir uns doch mal beeilen. Mann, er bewegt sich. Vielleicht geht's besser, wenn ich das so mache und den so hier. Ja. So. Aufs Border unten gucken. So. Und jetzt entfernen wir uns hier und kommen wohin? Ich nehme jetzt mal hier dieses schöne Kanönchen. Hallo, Freunde. Was? Was? Wo? 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 Ich will gar nicht nach hinten. Oh. Hallo, Freunde! Noch irgendwelche Fragen? Ich hoffe, das waren alle. Vier Leute werden auch reichen hier. Ja, jetzt sind nicht noch 1000 Millionen andere. Hoffe ich. Ja. Oder? Hallo? Hallo. Schön. Kleiste. Was haben wir hier? Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Halt die Klappe, Denbash. Klappe halten. Technisches Logbuch, Temper. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Hauptantrieb gekappt und in dem Zug auch den Ventilen den Rest gegeben. Sie müssen repariert werden, bevor ich sie wieder öffnen kann, aber uns läuft die Zeit davon. Bei ausgeschaltetem Antrieb wird der Orbitverfall in weniger als 10 Stunden anfangen. Ich verstehe nur nicht, wer das tun könnte. Wenn es einer dieser Unitology-Bastarde ist, drehe ich ihm den Hals um. Henderson sagt, wir müssen kommen. Wir hätten ihn nicht leben lassen dürfen. Halt den Rand, Denbash. Hilfe mit den Werkzeugen. Temple out. Okay. Gut. Hier hatten wir mal ein Freundchen, der durchgerannt ist. Ah, wir haben eine Speichermöglichkeit. Was haben wir hier? Schema Ripper. Was ist denn ein Ripper? Da sind wir wieder irgendeinen Blödsinn wegschmeißen hier. Nehmen wir mal. Diesmal davon haben wir so viel. Wegschmeißen. Was auch immer der Ripper ist. Ah, hier haben wir was zum Aktivieren. Ach, dann aktiviere ich das jetzt hier einfach mal. Dann Tanksequenz aktiviert. Ausreichend Treibstoff, um Primärantrieb zu versorgen.
Was immer Sie machen, es funktioniert, Isaac. Ich habe eine Treibstoffanzeige. Sie zeigt zwar nur ein Viertel an, aber es reicht, um wieder in den Orbit zu kommen, sobald Sie den Antrieb online haben. Verdammt, was? Falscher Alarm. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Juti, jetzt haben wir wieder ein bisschen Sprit. Das ist doch schon mal ganz nett. Und für diese Folge soll es auch sein. Ich danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!